Hier, diese komischen kryptischen Zahlen, sage ich mal, oder Zeichen halt einfach, die bedeuten was. Also es gibt tatsächlich ein Alphabet dafür und das hat alles seine Bedeutung. Ich glaube, da stehen irgendwelche Sprüche dann sozusagen übersetzt. Und ich würde tatsächlich gucken, wie Silk Touch heißt, weil das ist jetzt so mein nächstes Ziel. Aber das hier scheint Light Elemental Destroy zu heißen. So, und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu der nächsten Folge von Minecraft Evolution. In der letzten Folge haben wir tatsächlich eigentlich so das Hauptding, was ich erreichen wollte, geschafft. Nether und Enchanten. Das sind so die zwei Dinge, die ich wirklich unbedingt erreichen wollte. Und das Ganze habe ich tatsächlich dann auch sogar geschafft. Und wir haben vor allem auch Dias gefunden. Ja, was sehr, sehr wichtig noch wird. Vor allem haben wir jetzt endlich mal eine Picke. Und ja, ich würde gerne mal demnächst Silk Touch kriegen. Weil mit Silk Touch gibt es eine Menge zu finden und, ich sag mal, verglitschte Sachen zu finden. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt die Version 1.3.2. Also sozusagen die 1.3. Genau, es gibt nicht krass viele neue Dinge. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass du jetzt die Rüstung hier shiften kannst. Ich glaube, da habe ich letzte Folge drüber gesprochen. Genau, du kannst auf jeden Fall hier die Rüstung dir die ganze Zeit so hin und her shiften, was tatsächlich ein ganz cooles Upgrade ist. Und eine Sache wollte ich ganz kurz einmal austesten. Und zwar, ob man Lederrüstung überhaupt färben kann. Aber ich glaube, genau, Lederrüstung kannst du nicht färben. Und die Cocoa-Beans sehen jetzt anders aus, habe ich gerade gesehen, so aus dem Augenwinkel. Hier. Die sehen jetzt so aus, wie sie auch in der Zukunft aussehen werden. Also wie sie jetzt auch so bleiben. Auch ganz gut. Und es ist wirklich nicht viel passiert, tatsächlich. Also es gibt echt nicht viel, was ich jetzt hier irgendwie großartig erzählen kann zu dieser Version. Bis auf halt das mit der Rüstung und das Dispenser tatsächlich jetzt irgendwie Boote und Minecarts platzieren können. Das bedeutet, wenn du einen Dispenser platzierst und den dann powerst und in diesem Dispenser ein Boot drin ist, dann wird dieses Boot platziert. Ich meine, das geht tatsächlich sogar auch heute noch in den neuesten Versionen. Genau, das ist auf jeden Fall auch noch dazu gekommen. Und übrigens, was einige von euch vielleicht nicht wussten, hier diese komischen kryptischen Zahlen, sage ich mal, oder Zeichen halt einfach, die bedeuten was. Also es gibt tatsächlich ein Alphabet dafür und das hat alles seine Bedeutung. Ich glaube, da stehen irgendwelche Sprüche dann sozusagen übersetzt. Weiß nicht, irgendwie Behutsamkeit, halt Silk Touch sozusagen heißt dann, weiß ich nicht, sei vorsichtig, halt irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ist auch tatsächlich Jahre her, wo ich das mitbekommen habe. Vielleicht bin ich da auch gerade irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da irgendein Joel-Video geglaubt oder so. Aber ich meine da wirklich, dass es da Sprüche gab. Und dass sie sozusagen nicht einfach, dass es nicht Efficiency auf der Sprache heißt, sondern tatsächlich auch einfach irgendein kleiner Spruch, der das beschreibt. Und ich würde tatsächlich gucken, wie Silk Touch heißt, weil das ist jetzt so mein nächstes Ziel. Denn man kann leider nicht sehen, was hier halt für Enchantments sind, ne? Deswegen würde Silk Touch sehr, sehr lange dauern. Scheinbar heißt es Light Elemental Destroy. Ich bin tatsächlich gerade AFK gegangen und mir ist nichts passiert, weil ich auf einem... Ja, warum kann er mich nicht angreifen? Ich bin gerade AFK gewesen, weil ich das hier versucht habe rauszufinden und scheinbar Light Elemental Destroy, also das hier. Ne, also das hier soll dann irgendwie Silk Touch sein. Ich habe tatsächlich geraten und zufällig hatte ich da Silk Touch. Aber ich habe leider dann wieder entfernt und dann kommen halt immer wieder neue Sachen. Aber das hier scheint Light Elemental Destroy zu heißen. Ich glaube, es ist Silk Touch, weil Light Elemental Destroy, weil Destroy wegen Pickaxe und Light wegen Leicht irgendwie. Ich glaube, das könnte passen. Alright, dann würde ich jetzt erstmal 5 Level farmen, also ein bisschen hier Monster klatschen. Und dann Light Elemental Destroy finden. Ich glaube, ich sammle so ungefähr 7 Level. 7 bis 10 würde ich mal so schätzen. Ich finde das Blocken so geil, auch wie das hier aussieht. Blocken, mir fehlt Blocken ein bisschen. Irgendwie finde ich... Blocken hat immer Bock gemacht, vor allem immer dieses so PvP zu machen hier so. So, das war immer ganz cool. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Und Schafe droppen immer noch kein Fleisch. Ich glaube, es wurde in der 1.8 oder 1.12. Ich glaube, das kam, oder 1.11 sogar? Ich glaube, das kam alles sogar ziemlich spät. Also, ich weiß, wo das ziemlich eine Neuigkeit war, dass Schafe auf einmal Fleisch gedroppt haben. Ja, inzwischen ist es halt komplett normal. Ich glaube, für einige ist es generell normal. Weil die das, weil die, sag ich mal, so angefangen haben zu spielen. Aber tatsächlich gab es bei mir... Oh Gott. Hilfe. Ja, tatsächlich gab es bei mir noch kein, wo ich angefangen habe, kein, Dingensfleisch. Kein Schafsfleisch. Und Federn haben wir jetzt endlich. Okay, nice. Aber tatsächlich, ich habe es noch nicht ausgeschnitten oder so. Ich bin noch keinmal gestorben in dieser Welt. Oh, das ist ein Enderman.
Den will ich an sich eigentlich ganz gerne killen. Aber ich habe gerade keine richtige Waffe. Oh, das sind sogar zwei. Der ist halt, die haben halt Angst vor Wasser, das ist halt das Gute. Aber die machen sehr starken Damage. Wo ist denn der? Ist der das da? Der saure? Im Notfall renne ich aber schnell ins Wasser. Okay, schade. Nichts gedroppt. Auch nicht das, was in seiner Hand war. So, kriegst jetzt hier ein bisschen Fleisch. Oh, du bist low. Hier, nimm all mein Fleisch. Hey, wie viel frisst denn du bitte? Hey, du bist schon voll, aber du frisst aber nur viel. Dann setz dich mal hier hin, Kollege. Das war jetzt frech. So, okay, egal. Dann mache ich mir jetzt erstmal ein Schwert hier. Und warte mal, bevor ich irgendwas tue, bevor ich irgendwas hier mache, mache ich mir jetzt etwas. So, und das geht nicht. Ah ja, genau. Ich erinnere mich. Damals war das Ganze so. Genau, ich leg richtig, perfekt. Dass man so Fences sich macht. Ich glaube, ich packe die mal hier hin. So, und der Baum scheint irgendwie nicht zu wachsen. Ist jetzt auch egal. Dann mache ich hier so ein paar Fences hin. Ich brauche ein bisschen mehr. So, und... Und eins ist gespawnt. Ja, perfekt. Eins haben wir schon mal. Du kriegst direkt auch das Seed, was da liegt. Ah, du frisst das noch nicht. Okay. Dann halt nicht. Nö, du bleibst da schön drin, Kollege. Kann ich den Trick schon heutzutage machen? Nein, es gibt noch keine Carpets, was? Oder brauche ich dafür ein 3x3-Feld? Warte mal. Nee, okay. Ja, ich dachte, ich könnte damit Carpets machen, dann so über das Ding. Das geht leider auch nicht. Ich glaube, ich hole mir mal direkt ein bisschen Holz. Ich glaube, Holz wäre jetzt das Schlauste. Mit der... Warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt egal, ich fix das dann gleich einfach mal. Dann hole ich mir jetzt erstmal ein bisschen Holz. So. Zack, zack, zack. Dann mache ich die drei jetzt kaputt. So. Und wenn ich genug Holz habe und wenn ich den Wald da gefühlt einfach weg habe, dann komme ich zurück. Und dann wird nächste Folge, glaube ich, auch das Haus gebaut. Vielleicht erkunden wir ein bisschen was. Das können wir natürlich auch machen. Aber ich glaube, wir gucken jetzt erstmal nach Bäumen. So, und ich glaube, ich mache auch eine schöne Zeitraffer wieder. Also genießt es auf jeden Fall. Okay, ich glaube, so langsam reicht es auch mit Holzfarm. Ich habe jetzt echt ein paar Stacks dabei. Und ich gucke mir mal hier den Sonnenuntergang an, weil das sieht echt sau nice aus. Aber die Sonne ist auch extrem riesig, ne? Ich glaube, die war später ein bisschen kleiner tatsächlich. Ja, und jetzt so langsam wird es dann halt Nacht. Ja, sau geil. Also es macht wirklich unglaublich Spaß, in den alten Versionen einfach mal so ein bisschen durchzugucken einfach. Dinge rauszufinden einfach. Vor allem, ich habe auch tatsächlich ein bisschen was gelernt. Also zum Beispiel einfach alte Glitches oder so. Oder halt, ja, also vor allem das mit dem Bett, was in letzter Folge war. Das wusste ich vorher. Das habe ich noch nie gehört. Nicht ansatzweise. Ich kenne auch keinen Glitch, der irgendwie die Physik bricht oder so. Also wo man dann wirklich durch Wasser dann durchglitschen kann und sich dann normal bewegen kann. Ich kenne das nur beim Hackline tatsächlich. Also bei Hacklines gibt es ja irgendwie solche Hacks, da kann man dann wie durch Wasser einfach normal durchlaufen und nimmt halt keinen Fallschaden, sowas da. Aber ja, sonst sowas habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Und vielleicht habe ich mich etwas verlaufen. Ich muss gleich mal, glaube ich, auf die Koordinaten gucken. Alles klar. Kein Huhn, schade. Und Sam, du kommst jetzt bitte einmal kurz hierher, okay? Hilft er mir überhaupt, der Hund? Nö. Der hilft nicht, wow. Oh oh. Und da ist es passiert, okay. Ich wusste, dass irgendwann passiert, aber... Ja, okay, ich mache halt mit der Axt auch null Schaden. Ist ja klar, dass das dann passiert. Okay, dann mache ich mir mal ganz schnell ein Schwert. So. Warte, was? Es gibt jetzt Spruce Wood? Oh, lol. Okay, das ist cool. Aber dann müssen wir jetzt auch verschiedene Holzarten sozusagen sammeln. Und können nicht die ganze Zeit dasselbe benutzen. Ja, okay, gut. Aber krass, jetzt gibt es auch verschiedene Holztypen.
Ist ganz cool, aber dann können wir den Boden nicht fixen. Dann dafür brauchen wir ganz, ganz normale Holz. Okay, dann würde ich mal sagen, glaube ich, werde ich jetzt einfach mal Silk Touch probieren zu kriegen. Iron Pickaxe, dann einmal rein da. Und ich muss das jetzt die ganze Zeit so hin und her machen. Und darauf achten, was da so steht. Kurz einmal aus dem Schnitt. Das Ganze bringt halt überhaupt nichts. Also die Wörter, die da stehen, sind komplett zufällig generiert. Ja, sie haben eine Bedeutung und man kann sie auch übersetzen. Aber sie haben überhaupt nichts mit dem Enchantment zu tun. Und ich habe das mal vor Jahren irgendwie bei einem Video mitbekommen, dass der Typ halt meinte, dass man so die Enchantments halt vorhersehen kann. Und ich glaube, das war einfach nur ein ziemliches Troll-Video. Und im Endeffekt bringt das Ganze halt überhaupt nichts. Also habe ich einem alten Mythos geglaubt und das Ganze dann halt versucht. Und so meine gesamte Folge verschwendet. Also genießt mal, wie ich realisiere, dass das Ganze überhaupt nichts gebracht hat. Das ist hier Light, das ist auch Light, oder? Warte mal, das ist Light, dann das hier. Ah, ich übersetze das mal eben ganz kurz. Das heißt irgendwie Light Dry Sphere Beast oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so langsam ziemlich random wird. Aber ich kann es mal kurz übersetzen. Ich habe es gerade übersetzt, das heißt leichtes, trockenes Sphärentier. Und ich habe das Gefühl, dass es ziemlich random ist. Aber ich würde es einfach mal probieren. Und es ist Efficiency 1. Ich habe das Gefühl, dass Übersetzen irgendwie nicht so viel bringt. Und ich glaube, ich muss einfach die ganze Zeit random probieren. Ja, irgendwie, ich glaube, an Silthat komme ich nicht so schnell dran. Gut, dann hat das Ganze jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Und ich glaube, ich habe mich gerade einfach nur ein bisschen dumm angestellt. Und das bringt einfach überhaupt nichts. Aber tatsächlich, glaube ich, würde ich sagen, war es das denn für die heutige Folge. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge versuche ich dann Silthat zu bekommen. Und ich glaube, ich versuche das mit dem Spawner zu machen. Ich glaube, es könnte sehr gut sein, also mir erstmal hier eine Mob-Farm zu machen. Ja, ich glaube, das wird erstmal das Ziel sein. Und bis dahin, ja, würde ich sagen, war es für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne auch ein Abo da lassen und aktiviert gerne auch die Glocke. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag und ciao!